Hallo, ich bin bei Wikisana. Bist du auch dabei? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute möchten wir Ihnen eigentlich wieder so ein bisschen einen Anstoß geben, zu zeigen, dass das Weltbild, wie wir es uns immer wieder so vorstellen, doch auf wackeligen Füßen steht und nicht immer so ist, wie es scheint. Und das möchte ich heute auch mal Ihnen darlegen in einer Sendung, wo ich mit einem Wissenschaftler mache, mit einem Forscher, mit einem Professor, der sich mit so physikalischen Medialitäten auseinandergesetzt hat, die einfach nicht in irgendein Weltbild einzuordnen sind. Nach dem Intro stelle ich Ihnen meinen Gast vor und dann legen wir los. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gespannt, es wird spannend. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch vorstellen. Professor Dr. Eckhard Kruse ist da. Herzlich willkommen, lieber Eckhard. Hallo. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was du da wieder erforscht hast. Oder? Genau, und gleich in dem Sinne auch nochmal so der Hinweis, ne, das ist halt starker Tobak, das Thema. Und ich erwarte von niemandem, dass man da gleich jetzt sagt, sich das zu eigen macht. Aber es wäre schon viel gewonnen, ne, zur Kenntnis zu nehmen. Es gibt hier bestimmte Untersuchungen, die ich gemacht habe. Da kam Folgendes raus und dann kann jeder natürlich immer noch sagen, das ist alles Betrug oder alles Quatsch. Oder du hast den und den Fehler gemacht. Ja, oder ich habe den und den Fehler, da kann man gerne drüber reden. Aber man sollte eben drüber reden und dann kann man auch gucken, wo vielleicht noch Luft ist. Das Problem bei dem Thema ist eben, dass es so weit weg ist, wahrscheinlich von dem, wie so unser Alltagsweltbild ist, dass dann viele da aussteigen, zumal eben auch die allerwenigsten Menschen selber mal eine physikalische Seance besucht haben. Und das wäre vielleicht auch die andere Anregung, wenn man sagt, das kann nicht sein, naja, dann erstmal vielleicht selber angucken. Also oft kriege ich die stärksten Einwände von Leuten, die sowas nie erlebt haben. Und das sind nicht unbedingt die, die am besten sich mit den Phänomenen und wie genau so das Setting ist, auskennen. Mhm. Diejenigen, die selber sowas öfter erlebt haben, haben da meistens eine ganz andere Meinung schon. Und es gibt eben auch ja gar nicht so wenig Leute, die sogar eigene physikalische Medialitätszirkel gründen und dann sogar auch eigene Phänomene haben. Und die muss man natürlich auch nicht mehr überzeugen, dass das echt ist. Mhm. Und ja, ein Medium, mit dem ich ja jetzt auch schon ja, seit 2 Jahren oder so ist es, glaube ich, schon eine super spannende Experimentereihe durchführe, ist auch noch am Laufen, ist der Kai Mügge. Und da würde ich einfach ein bisschen über aktuelle Sachen reden, die wir da so gemacht haben. Und wir sehen jetzt vielleicht auch hier gleich schon so ein Bildchen, ne, das ist jetzt auch schon alles 3D-mäßig aufbereitet, also wie so ein typisches Setting ist. Wir haben uns am Anfang beim Kai Mügge Tischphänomene angeschaut. Also das klassische Tischerücken. Ne? Mehrere Menschen sitzen um einen Tisch herum und irgendwann ja, fängt sich an, der Tisch zu bewegen. Und ja, irgendwann hebt er halt auch ab. Wir haben bei dem Vija-Gespräch schon drüber gesprochen, der idiomotorische Effekt und so weiter. Also so einfache Bewegungen sind vielleicht noch nicht so spannend. Richtig spannend ist natürlich, wenn dieser Tisch tatsächlich anfängt, sich zu erheben. Auch eine Geschichte mit langer Tradition, immer wieder beobachtet in der ja, Geschichte des westlichen Spiritismus, von vielen Menschen erfahren, auch abseits von Kai Mügge, so Tischrücken, sage ich mal, ist fast ein Klassiker, sage ich mal, wo sich immer wieder Leute dran versuchen und da zumindest ein Wackeln oder so zustande kriegen. Aber das Abheben ist natürlich noch spannender und das wollten wir eben dann auch ja möglichst irgendwie dingfest machen. Und hier sehen wir so dieses ja, so den typischen Aufbau, den wir da haben, der sich dann im Laufe der Zeit dann auch eben schrittweise dann entwickelt hat. Ich sagte schon beim vorigen Gespräch, diese Phänomene scheinen sich dadurch auszuzeichnen, dass man nicht einfach jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier gleich alle Kameras und volles Programm, sondern man muss sich da irgendwie anpirschen, warum auch immer das so sein mag. Für Skeptiker ist natürlich immer so das Argument zu sagen, naja, wenn das nicht im Licht passiert, ist es ein Zeichen von Betrug. Greift mir zu kurz, ne? Und tatsächlich kann man eben mit immer mehr Sensoren doch auch das eine oder andere Licht ins Dunkel bringen. Hier konkret mit Infrarotbeleuchtung, die dann zeitweise eingeschaltet war. Wir haben auch Sensoren und so weiter, so verschiedene Sachen, um da im schrittweise diesem schwebenden Tisch auf die Schliche zu kommen. Und genau, gucken wir einfach mal. Vielleicht auch der Hinweis, die Sachen mit dem Kai Mügge, die haben wir auch sehr gut so filmisch dokumentiert und Eigenwerbung. Es gibt da mittlerweile 2 Videos, so Kurz-Doku-Videos, die sich bei YouTube finden lassen oder am besten über meine Webseite, wenn man da irgendwie nicht bei YouTube die so leicht findet, wo wir diese Untersuchung der Tischphänomene dokumentiert haben, als auch Phänomene in Seancen.
wo dann auch ein bisschen die Entstehung und wie wir da uns so ranpirschen und auch die Freude, wenn wir hinterher auf den Aufnahmen sehen, boah, da ist der schwebende Tisch. Das findet man da ganz gut wieder. Also da empfehle ich dringend einen Einblick in diese Videos. Ja, am besten über meine Webseite und dann dort suchen. Beim Tisch ging es halt so los, dass wir halt auch da gucken wollten, wie gehen wir da ran. Und ich hatte die Idee am Anfang, weil mit Infrarot und Beleuchtung und Kameras oft so eine Sache, wo die sozusagen messtechnisch anscheinend sehr stark mit den Phänomenen ja irgendwie interagiert oder die Phänomene bremst. Das heißt auch hier, wie schon bei den Warren-Kaler-Experimenten, habe ich erstmal gedacht, wir gucken erstmal ganz behutsam, was wir machen können. Und so hatte ich die Idee, Ultraschallsensoren an den Füßen des Tisches zu befestigen. Einfach um festzustellen, naja, schwebt denn der Tisch wirklich? Und bei den Tischen muss man natürlich auch wieder gucken, was sind so typische Tricks, um eine Tisch-Seance zu fingieren. Das ist natürlich auch ein Thema, womit man sich auseinandersetzen muss wieder. Was wäre die Betrugshypothese? Und ein so ein Trick ist zum Beispiel, dass dann irgendwie ein Fuß unter ein Tischbein sich irgendwie hebelt, ne, und dann der Fuß das Tischbein aktiv hochzieht, währenddessen die Hände halt oben da irgendwie so ein bisschen vielleicht noch steuern. Würde so ein Sensor erkennen, ne, bei der ja praktisch dann von dem Fuß vermutlich reflektiert werden würde. Ne? Wir haben später aber auch noch bessere Beweise sozusagen oder bessere Evidenz. Was ich auch gemacht habe, ist, wir können mal gucken, wo die Hände der Sitzer, der Teilnehmer liegen. Da habe ich hier praktisch so kapazitive Sensoren, also Berührungssensoren auf der Tischoberfläche angebracht. Das heißt, dann waren auch alle Teilnehmer gefragt, dann möglichst während der gesamten Sitzung immer von jeder Hand einen Finger auf diesen Sensoren zu haben, dass klar ist, wenn irgendwie mal eine Hand runtergenommen wird, die irgendwas macht, dass wir das beobachten können. Das war so der Start. Und damit haben wir in meinen Augen eigentlich auch ein möglicherweise erstmaliges Messergebnis, dann eben diese Bewegung des Tisches tatsächlich auch aufzeichnen können. Und wir sehen jetzt hier diese Ultraschallkurven, die den Abstand des Tisches vom Boden dann dokumentieren. Und wir sehen tatsächlich hier sehr schön, ne, wie dann halt hier so eine Anhebung ist. Und wir haben dann praktisch für jedes der vier Tischbeine dann hier so, ne, wir hatten also so leichte Auf- und Abbewegungen da. Und dann hier in dem Fall, ne, das war also jetzt 38 Minuten nach Beginn der Seance. Also am Anfang muss man doch erstmal einiges an Geduld aufwenden, bis da was passiert. Haben wir dann halt hier so eine Tischlevitation 30 Sekunden lang und am Ende auch ein oft beobachtetes Phänomen. Am Ende scheint wirklich der Tisch plötzlich ganz abrupt runterzufallen. Also als würde sozusagen diese Kraftverbindung irgendwie plötzlich weg sein. Das wären zumindest Daten, auch wenn man eine Betrugshypothese macht, ne, wie dieses Runterfallen zu erklären ist. Also da wird nicht einfach was willentlich irgendwie abgesenkt, sondern da ist dann eher so ein Fallprozess. Also auch da von daher, ne, ich will jetzt niemanden von irgendwas überzeugen, aber das sind erstmal Daten, die wir da gemessen haben, die ich bemerkenswert finde, wo ich jetzt auch erstmal sagen würde, ich sehe jetzt keinen Hinweis, ne, auf Betrug, sondern eher Sachen, die ich ganz so interessant finde, sagen wir mal so in aller Vorsicht. Die Daten kann man dann animieren. Ich habe dann 3D-Animationen gemacht, daher auch immer diese Bildchen, ne, wo man wirklich dann auch sieht, wie mappen diese Abstandswerte auf die konkrete räumliche Lage des Tisches. Ist dann auch in dem Video zu sehen, wenn da diese Dinge dann weiter ausgewertet werden. Kontaktsensoren habe ich, glaube ich, jetzt hier nicht drin. Ne? Dann sieht man halt auch dann, dass die Sitzerhände durchgehend am Tisch waren oder hier bei dem Fallen zum Beispiel, dass sie dann kurzzeitig sich lösen, ne? Weil dann plötzlich anscheinend abrupt dann die Verbindung weg ist, ne? Weil sozusagen unter den Händen der Tisch quasi wegfällt. Solche Dinge kann man dann eben auch genauer anschauen. Hier haben wir auch schon mal ein Foto, ne? Das war dann der nächste Schritt. Wir sehen auch schon hier die Ekstase hier der Teilnehmer. Zu dem Foto, wie machen wir das? Auch da wieder natürlich am liebsten würde man einfach Licht anmachen und das laufen lassen. Hier war der Trick auch, eben nicht die ganze Zeit Infrarotbeleuchtung, Infrarotkamera, sondern das, wo ich sagen würde, das war auch eine ganz gute Idee von mir. Erst im letzten Moment, wenn der Tisch wirklich oben ist, dann das Infrarotlicht einzuschalten. Wir haben also jetzt Kamera. Hier haben wir eine Kamera, die sehen wir da, die praktisch unter den Tisch schaut, um zu gucken, dass da nichts passiert. Und wir haben eine Videokamera, die dann eben aus dieser totalen Perspektive drauf schaut. Und dann haben wir eben so Schnipsel. Ne? Das habe ich jetzt als Video nicht drin. Wir haben ja eben ein bisschen Probleme mit der Videowiedergabe. Findet man eben auch in dem erwähnten Doku-Video, wo dann eben der Tisch dann immer dann im kurzen eingeschalteten Licht dann irgendwie so Schwebebewegung macht oder dann eben runterfällt und so weiter.
Insofern ganz schönes Material, wie ich finde, wo wir schon viele Dinge sehen können, wo dann natürlich auch die Skeptiker ein paar Dinge sehen, über die man dann mehr oder weniger mal diskutieren kann. So eine Sache ist zum Beispiel, dass dann der Kai irgendwie eine beliebte Vermutung dann, wenn man so die YouTube-Kommentare sich anschaut, den Tisch irgendwie mit seinem Daumen hochzieht. Tatsächlich sehen wir zum Beispiel hier, der Daumen ist jetzt hier ärgerlicherweise an der Tischkante. Na, wir haben natürlich bestrebt, dass irgendwie wirklich immer alle Hände oben aufliegen. Es kann aber mal sein, dass im Eifer des Gefechts irgendwie ein Daumen runterrutscht. Wobei man dann sich schon auch die Frage stellen muss, wie ein Daumen, ne, der an so einem Tisch, an so einem Campingtisch, der ist jetzt nicht mega schwer. Im 90-Grad-Winkel. Aber vom Drehmoment her, wie ein Daumen sozusagen so mal eben den Tisch hochheben soll. Deshalb sage ich auch immer, wir haben hier Material. Wenn jetzt ein Skeptiker kommt und sagt, okay, das kann man betrügen, naja, dann wäre es ja naheliegend, die Betrugshypothese zu untermauern, indem jemand mit dieser Handhaltung die Bewegung, die wir im Video sehen, nachahmt. Mhm. Das wäre sozusagen der Wunsch. Und dann gibt es dann teilweise auch Vorwürfe, dass irgendwie das Knie da was mitmacht. Hier haben wir tatsächlich die Situation, wo man es nicht so deutlich sieht, ne, dass manchmal auch je nach Perspektive das Knie da irgendwie auch mal Kontakt mit dem Bein hat. Man muss sehen, ne, wir haben ja viele Beine. Hier die Heike, meine Frau, sieht man schon, wie die hier auch ganz bewusst die Beine so zur Seite schwenkt, damit da nichts passiert. Also da muss man schauen, aber wir haben einfach eben auch Aufnahmen, wo das Knie keinen Kontakt mit dem Tischbein hat. Also unten an den Beinen nichts passiert, alle Tischbeine frei. Und unter der Kante ist manchmal eine Daumenspitze zu sehen, die dann irgendwie so einen Zentimeter durchlugt. Ich würde sagen, das ist schon relativ schwierig zu erklären, wie so eine da vorbeilugende Daumenspitze, so ein Tisch, wo auch noch Hände drauf liegen, von einer Seite aus, man muss das Drehmoment beachten, hochlupfen kann. Also da würde ich dann gern von den Skeptikern sozusagen die Simulation der Täuschung sehen. Aber natürlich gibt es diese Kommentare, kann man drüber reden, bin ich entspannt, ne, muss auch da niemand überzeugen. Aber ich finde, wir haben hier schon ein recht spannendes Material. Genau, dann gibt es halt die Untertischfotos, hier aber auch nochmal so eine Aufnahme. Man muss auch sehen, der Tisch ist teilweise ja bei unserer Messung bis 35 cm hoch. Das heißt, wir haben natürlich auch dann so eine Haltung. Das braucht natürlich auch muskulär nochmal eine andere Anspannung, als wenn ich irgendwie von oben was hochziehe. Auch das wäre zu erklären. Ne? Und wir sehen auch hier, diese Hände machen jetzt, oder auch die Arme machen jetzt nicht den Eindruck, als wäre da eine Riesenkraftanspannung, wo jetzt jemand da was megamäßig hochwuppt. Also auch so, ne, und auch hier, das sind die Daten, die wir haben. Wir haben da noch mehr Fotos, das sind nur Ausschnitte. Es gibt eine Menge Material. Ich würde es sehr gerne publizieren, wenn es ein Journal gibt, was irgendwie dazu in der Lage wäre. Wir haben über den Gary Mannion beim Journal of Scientific Exploration gesprochen. Seitdem ist das Journal für mich auch nicht akzeptabel, weil die Reviewer-Kommentare einfach zu lächerlich waren. Insofern gehe ich auch einfach diesen Weg oder gehen wir gemeinsam den Weg, dass wir sozusagen direkt an die Öffentlichkeit gehen. Bei Grenzwissenschaft aktuell ist dieses erste Video publiziert worden. Das zweite Video wurde da auch nicht mehr publiziert, auch ja, quasi Canceling überall. Dabei sage ich auch nur, das sind die Daten, das haben wir gemacht, das kam bei raus. Ich will niemanden von meinem Weltbild überzeugen. Ich selber vermag auch nicht mehr daraus irgendwie ein Weltbild abzuleiten, aber ich sage, das ist erstaunlich. Soweit dazu, wenn wir jetzt zu den Kabinettsjungsen überschwenken. Dann haben wir das Setting, ne, dass wir jetzt hier diese klassische mediale Situation haben, hier auch wieder 3D, um so ein bisschen auch, was ich da noch für Messungen und Auswertungen benutzt habe, ne, wo wir schon mal so die Situation ganz gut sehen, wie es typischerweise aussieht. Wir waren entweder zu viert oder zu fünft unterwegs, zum Schluss dann auch noch zu viert hier. Noch ein Teilnehmer, der hinterher nicht mehr da war, dass man also sozusagen noch weniger Leute dabei hat, ne, nur ich, meine Frau, die Frau vom Kai Mügge. Und der Kai selber mit diesen Experimenten, wir haben ja das, was man so als die klassische Haltekontrolle, die auch schon in früheren Zeiten eingesetzt wurde, ne, im vergangenen Jahrhundert, wo solche Experimente bei anderen Medien gemacht wurden. Das Medium wird also von beiden Seiten gehalten. Wobei man natürlich sagen kann, Julia Mügge als Frau nur begrenzt belastbar sozusagen als Zeuge, aber es gibt immer wieder diese Phasen, wo dann auch meine Frau hier rübergreift und dann eben vor dem Medium steht, seine Hand, sein Knie hält, von der Julia die Hände und die Knie hält und damit sozusagen natürlich schon eine sehr starke Kontrolle der Situation hat. Und wir sind weiter, immer mehr Kontrolle hinzuzufügen mit Infrarotbeleuchtung und so weiter und machen halt hier wieder unsere Untersuchung. Und dann haben wir eben so Phänomene, dass da sich Gegenstände im Raum bewegen. Klassische physikalische Medialität, traditionell meist mit den sogenannten Trompeten, das sind einfach so Trichter,
die dann im Raum rumfliegen. Da gibt es auch ohne Ende Fotos von früheren Experimenten in alten Zeiten. Das ist so lang weg, dass man da nicht so viel Sorge haben muss. Obwohl da natürlich auch Wissenschaft gemacht wurde, die wirklich beeindruckend war. Aber das kann man so wegschieben. Das war ja vor 100 Jahren. Das muss ich nicht so ernst nehmen. Wir haben jetzt hier dieses Tambourin, das habe ich mit Infrarotleuchtdioden ausgestattet, um das im Dunkeln mit einer Infrarotkamera zu filmen. Wir haben hier die beiden Damen, die hier diese Kontrolle machen. Hier erstmal so im ersten Schritt auch wieder mit so einem Infrarot-Viereck ausgestattet, um deren Position zu checken, wo die Hände gerade sind. Und dann habe ich halt die Aufnahmen, wo dieses Tambourin sich da im Raum bewegt. Und ich habe das so gemacht, Bildverarbeitung, habe ich ja schon immer gern gemacht, dass ich aus der Lage dieser Leuchtpunkte dann tatsächlich dreidimensional im Raum die genaue Lage berechnen kann. Und dann kann ich halt hier so einen Pfad dieses bewegten Gegenstands in den Sehungsraum hinein rechnen und dann genau hinter diese genaue Bewegung nachvollziehen. Und dann eben habe eben auch gleichzeitig Informationen, wo die Kontrolle des Mediums stattfindet. Und insbesondere interessant, wenn dann die Heike auch rübergreift. Das Tambourin bewegt sich und man sieht dann hier, wie der linke Arm dann darüber greift, also sich praktisch diese Leuchtpunkte rüber bewegen und das Phänomen trotzdem weiterhin stattfindet. Also ich finde auch hier interessante Daten und so ein bisschen, wie gesagt, weitere Infos und Hintergrund da auch in dem Fortsetzungsteil dann des Videos, der jetzt auch kürzlich erschienen ist. Und hier die nächste Stufe, die wir gezündet haben, wieder Infrarot. Ich habe dann die Idee gehabt, um noch mehr zu sehen. Wir wollen also schrittweise immer sehen, was passiert im Dunkeln. Das heißt, der nächste Schritt war, alle, die teilnehmen, mit Beleuchtung auszustatten. Und wir haben jetzt hier diese Lichtleitfasern hier und so angebracht. Also Infrarot-Leuchtpunkte, die sehen wir jetzt hier, weil die Kamera infrarotsensitiv ist, sonst würde man die nicht sehen. Und damit haben wir jetzt immerhin die Kontrolle, wo bin ich? Wo ist die Heike, wo ist die Julia? Beim Medium hier in dem Schritt noch keine Kontrolle, aber wir sind dran, dass auch das Medium hinterher auch quasi hier so beleuchtet ist. Das heißt, wir haben dann noch mehr Kontrolle. Jetzt hier der fünfte Sitzer ist jetzt auch ohnehin nicht mehr dabei. Das heißt, noch sozusagen ein Einflussfaktor weniger. Und dann haben wir eben so spaßige Sachen wie hier. Ich sitze hier. Gut, hier sind wir noch zu fünf. Der Dominik heißt da, sitzt hier, die Julia sitzt hier, die Heike sitzt hier. Medium, wie gesagt, hier nicht direkt sichtbar, aber beide halten hier die Hände. Die Heike sieht man manchmal auch übergreifen. Mhm. Und dann haben wir eben sowas verflixt nochmal. Da taucht eine Hand auf über einer leuchtenden Infrarotscheibe. Und diese Hand bewegt sich. Die ist also, teilweise bilden sich da Fingerformen, alles Mögliche. Interessanterweise, hier in dem Fall haben wir auch gar nicht mit gerechnet, das haben wir hinterher erst auf dem Material gefunden. Hier war eine Phase, wo wir eigentlich in Kommunikation mit der sogenannten Trance-Persönlichkeit, also das Medium selber ist in Trance, ist selber nicht da, kriegt auch nichts oder fast nichts mit, waren hier eigentlich in der Phase, wo wir gesagt haben, oh Mist, wir haben ja keine Phänomene, was machen wir denn jetzt? Soll ich die Kamera ausschalten? Wir sehen gerade nichts. Wir haben da so ein bisschen hin und her überlegt. Und als ich hinter das Material angeschaut habe, war genau bei dieser Diskussion, also wo auch hier praktisch eine Unterhaltung über den Kai Möge, über die Stimme, die durch ihn durchkommt, lief, dass ich hinterher gesehen habe, da huscht so eine Hand ran und verschwindet wieder und zeigt sich über dieser leuchtenden Scheibe. Das sind dann schon ziemlich coole Sachen. Und das ist keine Hand von irgendeinem Gast da, der mitmacht? Naja, meine Hände sind hier, Dominiks Hände sind hier. Und diese Leuchtdinger, die sind natürlich, wir haben die so mit Gummidingern da montiert. Dann könnte ich mal sagen, da ist irgendwas. Also das wird natürlich, wir versuchen es immer weiter einzugrenzen. Mhm. Ich meine, bei mir selber, meiner Frau würde ich mal sagen, naja, wir mogeln nicht. Wir haben da ein Interesse. Bei der Julia kann man natürlich noch sagen, die trickst da irgendwie mit. Aber man sieht ja auch ihre Bewegung, die bewegt sich dann macht sie zwischendurch die Musik wieder an. Wenn da Musik läuft, dann sieht man, also man sieht sozusagen alles. Zumindest was die Arme angeht. Und wie gesagt, beim Kai sind wir noch dran, dass wir den irgendwann auch noch sehen. Und dann ist schon die Frage, wie ist hier eine relativ komplexe Bewegung und diese Hand, die da auftaucht, wie kommt diese Hand überhaupt in den Sehungsraum? Also da ist ja auch nichts. In dem Raum ist nichts. Ich bin da vorher 2 Stunden drin, wenn ich mein Zeug aufbaue. Da ist auch nicht irgendwie eine Kiste, wo irgendwie Hände drin liegen. Und wenn der Kai reingeht,
Gut, ich durchsuche ihn jetzt nicht jedes Mal. Ne? Das ist mir auch ehrlich gesagt zu blöd für jeden Skeptiker da immer wieder. Aber er kommt da mit seinem T-Shirt reingeschlappt, dann sitzen wir da noch, danach gehen wir essen. Das ist auch nicht so, dass er hinterher aus seiner Hosentasche die Hand irgendwie kurz wegpackt. Und also vom gesamten Setting, ne, werden da viele Fragen, die als eine Betrugssicht zu klären werden. Ne? Wie kommt die Hand hier rein? Wie wird sie gesteuert? Wie verschwindet sie wieder? Und müsste man zumindest drüber diskutieren. Ne? Auch da, wer eine Skeptiker-These hat, gerne anbieten. Aber bitte irgendwie intelligent, sage ich mal, weil das meiste ist halt irgendwie, gerade ne, Leute, die nie bei einer Seance waren, kommen dann an, naja, der soll doch das Licht anmachen, dann sehen wir, was passiert. Nee, geht so nicht. Kann ich auch nicht mehr hören. Ne? Sondern bitte da, ja, bitte in das Thema so einsteigen, dass man merkt, da ist auch eine gewisse Auseinandersetzung. Ne? Ich meine, es gibt dieses Thema seit über 100 Jahren, es wurde da geforscht. Warum glaubt jeder da jetzt Experte zu sein, der einmal so ein Video gesehen hat und sagt, ah, das ist Betrug, weil das ist ein Handschuh, das sehe ich doch, das ist ein Handschuh. Das hilft nicht weiter. Also da ein bisschen mehr Substanz würde ich mir schon wünschen, dann auch von den Kritikern. Gut, ja, und dann, genau, hier haben wir dann auch schon den nächsten Schritt. Ne? Hier hat der Kai auch schon so eine Leuchtkrawatte. Wir haben also zumindest den Oberkörper lokalisiert. Also es geht immer weiter. Wir haben hier einen auch klassisches Phänomen, ganz spannend. Da gibt es so ein Leuchttaschentuch, auch hier jetzt mit Leuchtdioden ausgestattet. Ich halte das Taschentuch in der Hand. Gewohntes Setting, Kai wird kontrolliert von rechts und links. Und plötzlich fängt eine Hand an, an dem Taschentuch zu zupfen. Bis hin zu dem Zeitpunkt, dass mir das Taschentuch aus der Hand genommen wird und das Taschenraum durch den Raum wandert oder fliegt. Das ist ein Phänomen, das ist bei Kais Seancen immer wieder zu beobachten ist und dass wir jetzt hier auch ein gutes Stück Ding festgemacht haben mit dieser Infrarottechnik. Das heißt, wir sehen tatsächlich, und das ist wahrscheinlich bei dem Video wieder nicht zu sehen, hoffentlich schon. Crasht jetzt, ich glaube, das ist das Nächste, jetzt stürzt es. Ah nee, wir haben zumindest hier erstmal noch die Infrarotaufnahme. Hier haben wir nochmal so eine Hand, Leuchtplatte, Medium mit Leuchtkrawatte, Kontrolle von rechts, Kontrolle von links, ich bin hier. Und hier ist wieder so eine Hand, ne, die sich da irgendwie bewegt, die verschiedene Formen annimmt. Und wir haben jetzt immerhin, wir sehen immer, der Kai sitzt da. Mhm. Ja. Und, wir, ne, also da und solange Arme hat er nicht. Ne, solange Arme hat er nicht und der sitzt auch ganz ruhig da. Ja. Ne, das ist auch etwas, was immer wieder gefragt wird. Oder wir haben eben auch, dass die Heike dann mal rübergreift. Da ist also auch nicht irgendwie jetzt aus seinem Bauch irgendwie eine Teleskopstange oder so, ne? Weil wenn sie vor ihm steht, wie soll das gehen? Mhm. Und wir haben diese Hand da. Oder wir haben, und ich schätze mal, das geht jetzt hier nicht, weil das ist ein Videoschnipsel, deshalb sage ich es vorher kurz, wir haben eben dieses Taschentuch, ich halte es in der Hand, wir sehen es im Video, wir sehen teilweise auch schwarze Hände als Silhouette vor dem Taschentuch und dann greift, es wird erst so gezupft, das Taschentuch schaukelt hin und her. Wer es sehen will, wie gesagt, Internet findet man. Auf deiner Homepage? Auf meiner Homepage ist es verlinkt, www.eckhardkruse.net. Und wenn ich dort drauf gehe, würde ich die Videos jetzt sehen, die wir jetzt... Die sind dort verlinkt, also dann auf physikalische Medialität gehen, das ist also ein Unterpunkt, ich habe auch noch so andere Hobbys da nicht irritieren lassen. Physikalische Medialität, Kai möge gucken. Ne? Und da sind dann die beiden Videos eingebettet, beziehungsweise Richtung YouTube verlinkt. Na, da sieht man die dann und da gibt es dann eben auch diese Sequenz, ich halte dieses Taschentuch, man sieht die Hände davor und na, einer, diese Hand greift das Taschentuch, ich lasse es los. Und dann wandert dieses Taschentuch so mit hüpfenden Bewegungen, wie so von so einem kleinen Wesen getragen, einen halben Meter über dem Boden, wandert das dann hier wirklich so durch den Raum in großer Distanz zu uns Vieren, wird irgendwann fallen gelassen anscheinend. Dann sieht man nochmal, wie so eine Hand darüber schwebt. Dann wird es irgendwie durch den Raum wieder zurück zu mir gezogen, mir zu Füßen gelegt. Und all das, währenddessen wir hier diese doch recht gute Kontrolle über Infrarot haben. Und was man jetzt damit macht, möge ich eben selber überlassen, aber ich finde es echt spannend. Mhm. Na, da ist es das Video, achso, genau, das, ach, vielleicht geht es sogar, ist ja interessant, ich drücke mal Play. Ach, ja. Da sehen wir es. Na, das ist genau, also ich habe es jetzt hier losgelassen und jetzt marschiert dieses Taschentuch da los, irgendwie von unten gestützt, hinten die Kontrolle des Mediums, Medium ruhig. Und dann wird das da so lang getragen und schwupps fällt. Da kann man noch so eine Hand weghuschen sehen. Nochmal eine Hand, huscht darüber. Und dann wird es mir noch zugeschoben. Und dann kann ich es irgendwie wieder aufnehmen. Und dann geht es in die zweite Runde. Und wir haben hier, wie gesagt, eine relativ gute Kontrolle vom Medium. Und wenn wir irgendwann die Arme vielleicht noch haben, ist es noch eine Stufe spannender. Und ich finde, es lohnt sich zumindest, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, letzter Punkt, das berühmte Ektoplasma ist ja auch so ein Phänomen, dass aus dem Körper diese Substanz austritt, die dann
Formen nimmt, die haben wir jetzt noch gar nicht so sehr im Fokus gehabt. Unsere Experimente, das tauchte eher mal so nebenbei auf. Und da haben wir eben auch ganz schöne Aufnahmen hier schon, auch wieder mit Infrarottechnik und so weiter, wo man jetzt hier sieht, wie diese, ja, das legendäre Ektoplasma aus dem Mund da vom Kai austritt. Das ist ein Phänomen, was man bei vielen Medien beobachten kann, was auch in der Historie ganz bekannt war. Und wenn ich jetzt hier mal so weiter tippe, sieht man, wie sie es dann da so rauskommt. Und dann eben beim Kai oder auch bei anderen Medien da wirklich richtig Volumen annehmen kann, teilweise eine Handform annimmt und so weiter. Da gibt es aber auch beim Kai selber jede Menge auch Fotos und auch andere Phänomene. Da haben wir jetzt hier noch nicht drin, da werden wir uns schrittweise hinbewegen. Also da kommt was raus, aber nachher, wenn das Licht angestellt ist, ist das eigentlich alles wieder weg. Naja, da kommt das raus, das kann man im Rotlicht beobachten, dann ist typischerweise Rotlicht wieder aus. Und wenn man es dann einen kurzen Moment später das Rotlicht wieder anmacht, kann es auch schon wieder verschwunden sein. Also es ist was, aber es ist auch wieder weg. Genau. Ist ja auch schon ein Phänomen, weil das Bild ist unfassbar. Das ist natürlich ein Klassiker. Ne? Was also, sagt man zu diesem Bild? Naja, diese Bilder sind bekannt. Die sind bekannt. Die gibt es seit 100 Jahren. Ne? Diese Bilder gibt es seit 100 Jahren. Ich habe das noch nie gesehen. Und wenn man jetzt Wikipedia fragen würde, würden die sagen, da ist irgendwie ne, so Spinnenwebenzeug irgendwie oder irgendein Stoff rausgezogen worden. Das Problem ist bei diesen Sachen, ne, beim Stoff, das kann die Form einer Hand annehmen. Das war so das Erste, was mich total beeindruckt hat. Da hatte ich so einen Knäuel dann vor mir auf dem Boden liegen. Und dann war da so eine Hand, ne, die sich auch noch ein Stück weit bewegt hat. Bis hin zu den legendären Vollmaterialisationen. Und da ist dann wirklich Ende. Das sozusagen das, wo diese physikalische Medialität sich hinbewegt, wo es auch früher Phänomene gab, wo dann sich tatsächlich dann ja, Verstorbene materialisieren oder als Bilder in dem, das ist beim Kai auch zu beobachten, dann hat man dann plötzlich irgendwie ein Bild, also wie so ein Foto in diesem Ding drin, aber das wirkt irgendwie lebendig oder scheint dann anzuschauen, wo einen dann ja, irgendwelche Wesen anschauen. Also sozusagen über diesen Stoff scheint sich irgendwie die geistige Welt auch manifestieren zu können. Und auch da wieder, wer das alles Quatsch findet, alles okay, ne? Ich mag euch trotzdem. Hätte ich vor 10 Jahren auch noch für Quatsch gehalten. Aber es gibt diese Phänomene, die werden beobachtet und man kann sie sich sogar anschauen. Ich sehe so bis zum ersten Mal jetzt. Und viele sehen es zum ersten Mal. Ne? Und ich staune jetzt nur. Und, ja, aber wie gesagt, das gibt es schon lange. Ne? Und Leute wie Thomas Mann, wie gesagt, die haben sich das angeguckt. Nobelpreisträger haben sich die Sachen angeguckt. Wenn man auf Wikipedia schaut, wird man natürlich genau dann erklärt kriegen, warum das nicht geht. Aber das ist nur die eine Seite, ne? Weil wenn man es selber lebt und genauer mit auseinandersetzt, dann wird man sehen, ich glaube nicht, dass es nur Stoff ist, allein von der Bewegung her. Ne? Und von dem Auftauchen, Verschwinden, den Formen und so weiter. Also Forschungsgebiet, lohnt sich reinzuschauen. Ja, danke ganz herzlich, Professor Dr. Eckhard Kruse. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns Gerne. Gezeigt hast, was da eigentlich noch alles für unbekannte Dinge bestehen. Und ich glaube, wir sind heute alle mit ein bisschen einem großen Staunen gehen wir jetzt im Feierabend ins Bett und ja, wir müssen nicht nach Erklärung suchen. Wir können es nicht erklären. Ja, irgendwann das Suchen ist natürlich legitim, aber ich selber würde auch mal sagen, ich will erstmal die Phänomene noch ein bisschen mehr in den Griff kriegen, ne? Weil jetzt zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt quantenphysikalisch begründen oder so, keine Chance, erstmal staunen. Was machst du noch alles für weitere Forschungen? Naja, wir machen da weiter. Im September haben wir, glaube ich, unseren nächsten Termin mit dem Kai. Ne? Und da geht es natürlich genau darum, ne? Hier nochmal ein paar Leuchtdioden dran, dass man sieht, da trickst da nicht. Und diese anderen Phänomene, da gibt es halt auch noch, das ist noch eine Fundgrube. Ne? Also wir haben da noch viel vor, das ist noch mehr in den Griff zu kriegen. Du kommst wieder mal vorbei? Gerne, ja. Wow, cool, super. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute und ich hoffe, wir konnten Sie da ein bisschen in eine faszinierende Welt führen oder mitnehmen und Ihnen doch auch die ein oder anderen staunenden Kinderaugen wieder vermitteln, die zeigt, dass die Welt einfach so schön ist und faszinierend und wir noch so wenig wissen. In diesem Sinne alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.